Ja, mein Name ist Andy Weinhold. Ich bin 39 Jahre alt, wohne in Dresden. Ich bin Grafiker, ich bin Musiker, ich bin Öffentlichkeitsreferent, ich bin Texter, Performer. Ich dilettiere in vielen Bereichen der schönen Künste. Diese Schuhe habe ich gekauft, um Marathon zu laufen. Mich reizen immer neue Erfahrungen. Grenzerfahrung im Allgemeinen. Und was liegt da näher als ich war damals noch etwas anders als ein 100-Kilo-Mann, der sagt, ich möchte Marathon laufen. Das habe ich mit diesen Schuhen geschafft. Die haben mich ein paar Jahre begleitet. Die waren in Dresden auf der Strecke, die waren in Barcelona auf der Strecke. Zu Hause ist für mich. Ja, Heiner Müller hat es mal gesagt, zu Hause ist dort, wo die Rechnungen ankommen. Das wäre jetzt etwas zynisch. Ich würde sagen, zu Hause ist dort, wo meine Kinder sind, wo meine Familie ist. Also ich bin ein Mensch, der sehr gern, sehr zeitig aufsteht. Also das geht bei mir schon zwischen 4 und 5, stehe ich auf und fahre in meine Schuhe. Es sind in der Regel sind es erstmal Laufschuhe. Und dann freue ich mich einfach auf die Erfahrung, die ich an diesem Tag machen werde. Ich habe jetzt gerade in einem beruflichen Kontext zu tun, wo die Rahmenbedingungen relativ starr sind. Ja, ich arbeite in einem Amt. Und nichtsdestotrotz sind die Inhalte meiner täglichen Arbeit aber so unterschiedlich und so neu jeden Tag, dass ich früh nicht weiß, was ich zum Mittag oder zum Nachmittag vor der Flinte habe. Und ich muss sagen, es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht gern mich auf den Weg mache, um einfach zu leben. Dresden als solches ist für mich ungeliebte Heimat geworden, muss ich sagen. Ich stamme nicht aus Dresden, ich stamme aus dem Erzgebirge. Warum ich ungeliebtes Dresden gesagt habe, mir ist es mitunter zu kleingeistig, zu vernagelt im Kopf. Die Leute halten eher am Alten fest, blicken extrem gern zurück. Vielleicht hat es was mit dieser Residenzstadt zu tun. Gleichwohl ist es sehr, sehr gemütlich und ich komme ja aus dem Dorfe und ich finde viele Züge einer Dorfgemeinschaft in Dresden wieder. Aber wenn jetzt jemand käme und sagt, du hast nochmal die Möglichkeit, komplett neu anzufangen. Ich glaube, ja, voll dem Klischee entsprechen und nach Südfrankreich ziehen oder nach Spanien und würde mich dort auf einem alten Gut niederlassen, Grafik machen, Songs schreiben und Texte verfassen, irgendwas. Dann kommen meine vielen Enkelkinder dann vorbei und dann gibt es eine Rauschenparty. Es war mir nicht immer gegeben, mich in andere Personen auch auf diesem emotionalen Level mich einzustellen. Das war ein Lernprozess der letzten, sag mal, 15, 20 Jahre. Und ich muss sagen, mir ist es unbegreiflich, dass es Menschen gibt im fortgeschrittenen Erwachsenenalter, die das offensichtlich nicht hinbekommen, Empathie für Menschen zu zeigen, denen es offensichtlich und nicht aus eigenem Verschulden, selbst das wäre für mich kein Grund, denen es schlecht geht, sich da rein zu versetzen. Und ich kann es nach wie vor nicht begreifen, als auch hinzugezogener Dresdner, dass jeden Montagabend erwachsene Menschen sich zuhauf versammeln, pöbelnd und mit Fäusten schwingend durch die Straßen rennen. Ich brauche Freiheit. Ich brauche den Raum, Ideen entwickeln zu können, auch mich zu verrennen, mit dem Kopf an die Wand zu knallen, zu sagen, ich gehe nicht weiter, aber es war meine Entscheidung. Ich habe zumindest noch ein paar frühe Erinnerungen an das DDR-System und meine Eltern waren Selbstständige damals zu DDR-Zeiten und das war eher ein Sonderstatus zu DDR-Zeit. Und ich weiß, was es bedeutet, in der Familie offen zu sprechen. Und dann aber immer mit dem Nachsatz, das darfst du aber in der Schule nicht erzählen oder das darfst du dem nicht erzählen. Jeder DDR-Bürger weiß, was ich damit meine. Das hat man so verinnerlicht, selbst als Kind schon. Und die Sachzwänge, in denen sich meine Eltern mitunter auch befunden haben, ich kann das nur erahnen. Aber was das für die bedeutet haben muss, links, rechts, oben, unten, permanent eingekesselt zu sein,
Kann ich mir nicht vorstellen. Jeder sollte eine Aufgabe haben, einen Sinn. Warum steht er früh auf und legt sich in irgendwelche Schuhe an? Jeder muss einen Triebfeder haben, die ihn antreibt, ja, wirklich aufzustehen und gerne das Leben einfach anzunehmen. Wir haben eine geflüchtete Familie im Bekanntenkreis. Der weiß nicht, warum er früh aufstehen muss. So, alles ist weg. Alles, was ihm in seinem Rahmen wichtig war, ist weg. Der Umstand, dass ich mich auf der Welt wirklich nahezu frei bewegen kann, was ich auch schon getan habe. Und ich war auch in Ländern unterwegs, wo es der Bevölkerung nicht gewährt ist, sich quasi frei zu bewegen. Das schätze ich sehr hoch ein. Diese Auslandsreisen, die haben mich auch immer wieder sehr geerdet, muss ich sagen. Also indem ich dahin gehe, mir den Alltag der Menschen dort anschaue, vor Ort, blicke ich dann auch wieder ganz demütig auf meine eigene kleine Welt. Europa, die europäische Idee, ich bin ein glühender Verfechter davon. Ja. Die Errungenschaften, die die Europäische Union vorzuweisen hatten. Sie sind einfach so offensichtlich da und keiner sieht. Die europäische Idee ist das Beste, was dem Kontinent in den letzten 500 Jahren passiert ist. Wir hätten jetzt auch auf die Reformation eingehen können. Ich muss irgendwas schaffen. Dieser kreative Funke. Wie gesagt, es ist vollkommen irrelevant, in welchem Metier man sich da austobt. Treibt mich um. Das lässt mich. Es brennt. Die Beschäftigung mit dem eigenen Tod ist natürlich auch wieder ein Hammerthema, was wir jetzt aufmachen könnten und sagen, was bleibt. Was bleibt? Ne? Natürlich, wenn man Familie hat, ist das das Erste, woran man denkt. Ne? Man hat quasi ein Stück von sich selbst hinterlassen, hat die Kinder erzogen, man hat versucht, Werte zu vermitteln und hofft, dass es irgendwann Früchte trägt. Aber wenn man zum Beispiel eine Grafik hinterlassen hat oder eine Arbeit und es gibt Menschen, die sich das anschauen und sagen, ja, ich habe es verstanden. Dann ist das eine absolut faszinierende Idee. Ich denke, das war auch die Triebfeder jedes Schriftstellers oder Malers. Wenn, ne, er hat, das ist quasi wie eine Zeitkapsel. Ne, er bringt sein Thema durch die Zeit und macht sich insofern unsterblich. Wer in meinen Schuhen geht, muss wissen, never give up. Der Weg hört erst dort auf, wo ich sage, dass er aufhört. Wenn ich mir was vorgenommen habe, dann wird das umgesetzt. Koste was wolle. So, wenn jemand in meinen Schuhen laufen muss, dann muss er den Weg bis zum bitteren Ende mitgehen. Das ist auch das Faszinierende, um jetzt mal wieder auf den Laufsport zurückzukommen. Es gibt immer Phasen, gerade in so Langdistanzen oder Ultradistanzen, wo man, ich sag mal, zu 99% jede Faser deines Körpers sagt, du legst dich jetzt hier hin und du hörst jetzt auf zu laufen. So, und dieses eine Prozent zu sagen, nein, das machst du nicht, sondern du läufst weiter. Und das ist genau das, was ich suche, auch im Sport, im Leben. Was will ich tun in den nächsten Jahren? Wo will ich hin? Ja, geografisch reizt mich eigentlich das weniger. Ich bin eher daran interessiert, Sachen zu entdecken oder an Orte zu gelangen. Und sei es hier drin, wo ich noch nicht war, wo ich quasi neue Zusammenhänge herstellen kann. So, und da ist es für mich ein wahrer Goldschatz, dass man auch immer wieder Bücher, Texte, Bilder einfach zur Hand nehmen kann, die ich vielleicht schon 100 Mal angeschaut habe, gucke mir die aber jetzt mit einer gewissen Reife nochmal neu an und entdecke dort komplett neue Zusammenhänge in den
in den Texten. Das ist so faszinierend für mich. Und in 10 Jahren werde ich wieder neue Zusammenhänge entdecken. Natürlich wünsche ich mir auch dann die Familie einfach wachsen zu sehen, aufwachsen zu sehen, wie die Kinder ihren Weg machen. Hilfestellung zu geben, wo man es kann, aber eben auch dort die Zurückhaltung zu üben und zu sagen, dort gehe ich jetzt nicht hin. Dort gehe ich nicht hinterher. Ja, und ich bin halt auch ein Typ, der gerne mal hinter jede Tür guckt, die sich bietet. Und das ist nicht immer gesund. Vielleicht gelingt es mir, etwas Gelassenheit reinzukriegen in mein Selbst, nicht jede Tür aufzumachen, die eine Klinke hat.